Ja, sehr gerne. So 10, 12 Minuten kleiner Input. Ein Blick in die Zukunft, denn wir fragen uns natürlich jetzt, wie geht es in den nächsten Wochen, Monaten, dieses Jahr und nächstes Jahr weiter? Und da können wir gleich auf die nächste Seite schauen. Alfons, dein Einsatz, es sei denn, ich kann das hier steuern. Wir haben in diesen wirklich schwierigen Zeiten auch etwas sehr Positives gewonnen, und zwar zwei Punkte insbesondere. Und zwar sind wir ja gesprungen seit dem März oder im März letzten Jahres wirklich alle gemeinsam, die im Bürobereich arbeiten, in das flächendeckende Homeoffice. Das sind laut Bundesministerium für Arbeit circa 700.000 Personen in Österreich. Und das ist passiert in Unternehmen, in denen es vorher noch gar kein mobiles Arbeiten gab oder wenig. Und wir sind sozusagen auf 100% gegangen innerhalb von Stunden. Und das Spannende ist dabei, im Zuge dessen haben wir einen unglaublichen Kompetenzgewinn erreicht und Kompetenzzuwachs. Und zwar, wenn du, Alfons, uns bitte die nächste Seite zeigst, in drei Bereichen. Und zwar, wenn wir uns zurückerinnern, am Anfang hat es so geruckelt, seht ihr mich, hört ihr mich, meine Kamera zeigt mich nicht, ich sehe nichts. Wir haben innerhalb von Wochen gelernt, mit Videoconferencing-Tools umzugehen, mit Zusammenarbeitstools. Also die digitale Kompetenz ist enorm gewachsen in den letzten Monaten, bald jährte sich. Wir haben aber auch gelernt, auf Distanz miteinander zu arbeiten, zu kommunizieren. Und das braucht viel Know-how. Nicht umsonst sind wir gerade am Anfang noch stärker als heute so müde am Abend, weil Videokonferenzen, da muss unser Hirn so viel approximieren, weil wir abgeschnitten sind von so vielen Signalen. Und wir müssen viel expliziter kommunizieren, wir müssen viel genauer zuhören. Das macht müde, das erschöpft uns. Und das Gute ist, man kann es aber erlernen, damit umzugehen, zum Beispiel eine Videokonferenz. Wir mussten besser erlernen, auch das Selbstmanagement im Homeoffice und vieles anderes, auch das Pflegen von sozialen Beziehungen in der Firma über die Distanz und auch, wie können wir Familie, Privatleben mit Beruf vereinbaren, gerade in Zeiten noch größerer Grenzenlosigkeit im Dauer-Homeoffice. In all diesen Bereichen rund um das mobile Arbeiten haben wir neue Kompetenzen entwickelt und auch die Führungskräfte haben sehr, sehr viel dazugelernt. Es wurde viel experimentiert, viel falsch gemacht. Und da gibt es ebenso spannendes neues Know-how in diese Richtung Führen auf Distanz. Und dann der am schwersten greifbare Faktor, der aber sehr immanent ist, in Betrieben hat sich ein Stück weit etwas wie eine neue Unternehmenskultur entwickelt, von selbst, die durch Pragmatismus und Beschleunigung geprägt ist. Dinge, die schon immer furchtbar kompliziert waren, mussten in der Krise und müssen in der Krise einfacher funktionieren und müssen funktionieren. Und dieses Zupacken und Mithelfen auch außerhalb des eigenen Verantwortungsbereiches, das ist was Neues. Und da ist es jetzt sehr spannend, wenn wir auf diese vier Bereiche schauen. Die große Frage, was können wir davon hinüberretten, jetzt in diese Übergangsphase aus der akuten Corona-Krise und in die Zeit nach Corona? Und da können wir weiterschauen, denn auf dem nächsten Chart mal zunächst die Arbeitgebersicht und die Arbeitnehmersicht. Aus Arbeitnehmersicht zeigen Studien eindeutig, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf jeden Fall an der Kernsäule mobiles Arbeiten festhalten wollen. Circa 70 bis 80%, egal in welche Studie man schaut, der Arbeitnehmerinnen sagen, ja, wir erwarten uns, wenn es vorher vor Corona noch kein mobiles Arbeiten gab in der Firma, dann soll es nicht abgeschalten werden. Und wenn es das schon gab, dann soll es auf einem höheren Niveau weitergehen. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend, angesichts der außerordentlichen Belastungen, die viele ja auch, denen viele zu Hause ausgesetzt waren. Und aus den Studien, die dann auch etwas genauer hineinschauen, ja, und hineinbohren in das Thema, erkennt man dann auch schon gleich im Nachsatz,
die Aussage bei diesen 70-80% der Arbeitnehmerinnen, aber wir wollen es nicht wie in Corona-Zeiten zu 100%. Das meint niemand, dass das hinübergerettet werden soll. Und der Grund, auch diese neuen Arbeitsweisen mit all den Kompetenzgewinnen in all diesen Bereichen, diesen vier angesprochenen Bereichen hinüberzuretten, ist aber auch, also dieses Gesamtpaket mitzunehmen, ist auch die Erfahrung rund um erhöhte Vereinbarkeit von Beruf und Familie und Privatleben, trotz Krise und sogar in der Krise. Und natürlich ist es ein Faktor, der ganz entscheidend bestimmt die Jobattraktivität. Auf der Arbeitgeberseite, Alfons, auf dem nächsten Slide, schaut es ähnlich aus. Also die Interessen sind gleichgerichtet, möglichst viel mitzunehmen rund um dieses Gesamtpaket mobiles Arbeiten. Auch dort ist klar erkannt, mobiles Arbeiten treibt Arbeitgeberattraktivität und rund 60% der Unternehmen haben bereits in Studien das Signal gegeben, dass sie auch tatsächlich weitermachen wollen in der Übergangsphase und nach Corona. Denn was ist dort sozusagen das Rationale, die Logik dahinter? Unternehmen, Vorstände, Geschäftsführung sagen sich, naja, wir sind jetzt einmal durch, die Investition ist getan, das Risiko ist genommen. Wir sind aus diesen ganz groben, hakligen Zeiten März, April, Mai letzten Jahres durch. Alle haben dazugelernt in der Firma, sind besser geworden. Wir haben dieses Kompetenzpaket vor die Füße oder in die Hand gelegt bekommen. Und hätten wir es mal, diesen Kompetenzgewinn, hätten wir diesen durch Weiterbildungsmaßnahmen, bezahlte Weiterbildungsmaßnahmen erreichen müssen, wäre das eine Menge Geld gewesen im Betrieb. Und sozusagen, das war fast Kompetenzgewinn gratis. Das sehr stark in Anführungszeichen, und das können wir und sollten wir später auch nochmal diese Aussage relativieren in der Diskussion. Was natürlich Unternehmen auch in ihre Überlegungen einbeziehen, ist Erhöhung der Resilienz, denn jetzt bestimmt Corona für uns das Bild. Und was derzeit stark zurückgegangen ist, was Studien auch zeigen, sind die sonst jährlichen Wellen an Grippeerkrankungen, Durchfallerkrankungen. Die sind extrem reduziert in diesen Zeiten, aber die kommen wieder und die kommen wieder in jährlichen Zyklen. Und dann ist es natürlich extrem gut, als Firma sagen zu können, okay, die Grippe ist im Anmarsch, 3 Wochen mal wieder intensiveres Homeoffice. Damit schützen wir unsere Mitarbeiterinnen und schützen wir den Betrieb. Und das kann zum jährlichen Ritual werden. Und nicht zu allerletzt nehmen natürlich kalkulieren Unternehmen auch mit ein, unter dem Gesichtspunkt von Change Management, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Mindset her inzwischen an einem ganz anderen Punkt sind, viel offener gegenüber Digitalisierung, agilen, mobilen Arbeitsweisen. Und das ist genau der Punkt, der sehr, sehr zweckdienlich ist, auch die Geschäftsmodelle und die Digitalisierung der Geschäftsmodelle voranzutreiben. Noch nie waren sozusagen so viele Open Minds im Unternehmen verfügbar und war das Mindset so offen, also die Akzeptanz für Digitalisierung, neue Geschäftsmodelle so hoch wie jetzt. Und diesen Schwung, sagen sich viele Geschäftsführer und Vorstände, nutzen wir jetzt einfach im Sinne von Change Management. Alfons, wenn du uns dann einen Schritt weiterführst, bitte, und das ist auch schon der Abschluss, wie geht es jetzt konkret weiter, was unternehmen Vorstände und Geschäftsführung derzeit? Erst einmal die guten, die wirklich guten und vorausschauenden und proaktiven Vorstände und Geschäftsführungen haben schon längst einen Fahrplan bis Juni kommuniziert an die Belegschaft. Wie kommen wir durch die dritte Corona-Welle? Wie schaut dann auch der Back-to-Office-Prozess aus, also die schrittweise Rückkehr in das Büro? Und genau diese Geschäftsführung und Vorstände haben auch schon einen klaren Ausblick kommuniziert auf das, was dann nach Corona kommt, haben schon ein Signal gegeben, in welcher Form es mit dem mobilen Arbeiten zum Beispiel weitergeht und haben sich im Sinne der Gleichbehandlung auch schon nicht nur Gedanken gemacht, sondern auch schon erste Leitplanken kommuniziert, was außer im Bürobereich auch passiert, dann im Produktionsbereich, bei den Produktionsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Technikern, Technikerinnen. Denn im Sinne der Fairness sollte man jetzt die Gelegenheit ergreifen, auch dort
die Art und Weise, wie gearbeitet wird, zu erneuern, dort auch mehr Freiheiten einzuräumen. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten durch Selbststeuerung. Und dann gibt es wichtige Hausaufgaben, die jetzt auf dem Weg in Richtung mobiles Arbeiten nach Corona zu erledigen sind. Erst einmal die Bedarfserhebung. Wer will mobil arbeiten? Wer darf und soll? Und das hängt ab vom Jobprofil, von der Persönlichkeit, von den persönlichen Kompetenzen. Das können wir gerne nachher noch vertiefen, wenn das Thema jemanden speziell interessiert. Und Unternehmen arbeiten bereits am organisatorischen Rahmenwerk. Wir nennen das in unserer Forschung die Spielregeln für mobiles Arbeiten. Und Firmen melden sich seit März bei uns in der Forschungsstelle und bekommen im Zuge eines laufenden großen Forschungsprojektes Unterstützung, direkte Unterstützung bei der Entwicklung genau dieser Spielregeln. Dadurch ersparen sich Unternehmen Zeit und vor allem erreichen sie mit ihren Spielregeln von Anfang an eine hohe Qualität, einen hohen Reifegrad. Weil durch diesen Know-how-Transfer vermeidet man einfach viele Fettnäpfchen oder Fehler oder Suboptimales, was man sonst erst auf einer längeren Lernkurve hätte eliminieren können. Wichtiger letzter Punkt, was machen diese Best-Practice-Unternehmen ebenfalls? Genau diese vierte Säule, Führung. Dort werden jetzt initiiert Lernkreise, systematische Lernkreise und Know-how-Transfer von Führungskraft zu Führungskraft, um genau sich darüber auszutauschen, was wurde ausprobiert, was hat nicht funktioniert in den letzten Monaten und welche Führungspraxis und Techniken wollen wir mitnehmen und weiterentwickeln. Auch das ist eine riesige Schatzkiste, die es jetzt festzuhalten gilt, zu öffnen und auszubauen gilt. Das mal als kleiner Einblick, was derzeit in der Industrie passiert und unternommen wird und ein Einblick in diese ja noch viel größere Schatzkiste, dieses Gesamtpaket rund um mobiles Arbeiten, dieses Gesamtpaket, das viel mehr ist als nur mobiles Arbeiten. Gut, dann erstmal vielen Dank.